Hey guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker mit einem neuen Part, beziehungsweise einer neuen Aufnahmesession von Smash Bros. Ultimate. Diesmal nicht wieder World of Light, sondern ja, wir machen mal wieder ein bisschen Online-Action hier. Aber ich bin nicht alleine, wer ist denn da dabei? Ich. Der Elko Blast. Ich wollte gerade fragen, wer ist hier ich? Ja, der Elko, der leistet mir hier ein bisschen Gesellschaft. Aber wir haben noch einen weiteren Herausforderer. Den werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich die Arena hier erstellt habe. Wir spielen hier. Das sollte hoffentlich so reichen. Mal gucken, ob Items an sind, weil möchte ich ungern. Aber. Sollte eigentlich so passen. Drei Stocks, 3 Minuten? Na, das. Machen wir das. Okay, gut. Arena erstellen! So, jetzt habe ich hoffentlich alles richtig eingestellt. Nicht, dass es wieder so ein Dilemma gibt wie schon mal. Ich habe das Gefühl, meine Aufnahme könnte ein bisschen mit deiner Stimme aus komischen Gründen irgendwie noch reinplatzen. Wie bitte? Warum auch immer. Ich habe das Gefühl, meine Aufnahme könnte etwas mit deiner Stimme noch plus aufnehmen, weil das irgendwie bei deinem Geschwatz auf einmal auspegelt. Ja, ich habe deine Stimme hier extra leise eingestellt, deswegen, dass mein Ziel nicht noch mit aufgenommen wird. Solltest du vielleicht auch machen. Ja, also ich weiß, das wird ja irgendwie bei meiner Spur irgendwie mit aufgenommen, so ganz leise, warum auch immer. Naja, werden wir schon irgendwie machen. So, wie gesagt, Arena ist offen. Ja. Da gehe ich dann mal rein. Ich hoffe nur, dass unser weiterer Kollege hier es merkt. Das ist der Elko? Der Rody wollte doch, glaube ich, noch mitmachen, oder? Ja. Kannst du ihn gerade mal anschreiben? Hab schon. Also ich habe ihnen schon geschrieben, dass wir schon in der Arena sind. Arena-Auswahl bitte zufällig machen, damit auch wirklich meine Custom Stage kommt. Habe ich ja. Hast du auch Custom Stages oder? Nur eine. Nur die eine. Okay. Dann können wir abwechselnd machen. Nach der Custom Stage können wir dann mal deine zocken. Das wird jetzt so ein bisschen der Online-Part der Custom Stages. Müssen wir halt echt nur noch auf Rody warten. Yep. Das ist jetzt super. Schade für Andy, dass er auch gerade nicht mitmachen kann. Da ist er. Da ist er, der Rody. Da meinte Andy so, er hätte zwar Bock, aber er kann leider nicht, weil er eigentlich mit seinem Brüderchen hier zocken wollte. So. Schade. Kannst du Rody vorsichtshalber schreiben, dass er zufällige Stage wählen soll? Ja. Wegen den Custom Stages. Okay, Andy meinte, wenn kein Problem ist, dass er mitten in der Aufnahme dann weg ist. Ja, wenn er da nicht mehr kann, dann soll er ruhig gehen, wenn wir hier noch nicht fertig sind. Da halte ich ihn nicht auf. Dann kommt Andy wohl auch noch mit dazu. Ach, Andy kommt auch noch? Mhm. Cool! Wir haben ja eine richtige Party hier. Ja gut. Hallo! Nimmst du auch auf? Wäre vorteilhaft, weil das auf YouTube kommt.
Ja, das hier ist quasi das Intro von dem ersten Smash Bros. Ja. Falls ihr es im Kopf habt, dieser Tisch, wo die Meisterhand die erstmal die ganze Arena hier erstmal zusammenstellt. Ja, oh. Die Arena hat zwar schon jemand mal als Custom Stage gemacht, aber ich habe sie jetzt halt auch nochmal so in meinem Stil gemacht. Ich finde die Stage irgendwie voll cool. Ja. Man fühlt sich so klein. Jetzt weiß man, wie sich Olimar fühlen muss. Hier wird sich nicht gefreut, Elko. Ja. Hier wird gesmashed! Läuft deine Aufnahme oder bist du noch dabei? Ah, gut, okay. Dann stell dich bitte noch mal kurz vor. So, jetzt haben wir's. Also, ich bin der Andy. Der Andy, ja. Der typisch Andy, der macht hier mit. Der türkisch Andy. Ja, nicht typisch Andy. Türkische Anfänger. Ein kleiner Running Gag hier von uns. Der Grund, warum Keanu nur einmal mega lachen musste. Wow! Nein! Und nochmal. Ah. Dieser scheiß Spammer hier. Oh nein, 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 nein. Bleib ja weg. Und doch! Tschüss! Autsch! Da geht die Maus fliegen. Oh je. Wirklich, was ist zum Beispiel das jetzt mal so? Schön die Ecke gesetzt. Tschüss! Oh Gott! Armor Roby. Uff. Schwert- und Steintechnik hat mich weggehauen. Au, au, au. Ich hab gesagt, hier wird sich nicht gefreut. Oh doch. Oh ja, jetzt wird's abgehen. Wow. Bin ich leider. Au. Diese Reflexe. Reflexe wie eine tote Kuh. ach du. Das ist Andy. So, jetzt wollten wir ja deine Custom Stage spielen. Oh ja. So, ich hab jetzt auch auf Zufall gemacht. Das wird jetzt verrückt. Ich bin gespannt. Das verrückt für den Wind? Das ist ja auch mein cooles Ding. Oh nein, 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 das nicht. Ich hoffe, Andy weiß, dass die Stage-Aufwahl auf Zufall machen sollte. Ja, glaube ich. Oh Gott. Oh nein. Ich werde wieder gegannendorft. Und Lady Plappertena. Das sieht jetzt schon. Was zum? Ja, willkommen auf der Javelin Stage out. Ich weiß nicht, was mich mehr verwirrt. Hier diese fliegenden Teile hier oder das Gesicht im Hintergrund. Ja. Das Gesicht ist Javelin. Oh.
Oh. Oh, das Stage. Mittlerweile komme ich mit dem Stage-Builder eigentlich ganz gut zurecht. Wenn du richtig kreativ bist, kannst du richtig geile Stages bauen. Wow! Wieso kann ich mich an der Kante nicht festhalten? Hä? Das müsste eigentlich gehen. Hast du den Kantengriff ausgemacht? Eigentlich habe ich's an. Wow, ich habe für dieses Testen jetzt extra nochmal ein Leben verschwendet, ey. Ihr solltet dankbar für mich sein. Oh mein Gott. Aua! Ihr solltet mir dankbar sein, so wollte ich das formulieren. Danket mir! Nix da, Ganondorf. Gut so. Gut, dann... Da weiß ich jetzt schon mal, was ich da checken darf, ob es Kanten anhat. Da siehst du die Kanten. Du kannst doch die Schienenführung, also diese Linien, wo die Teile entlang fliegen, kannst du auch ausschalten, also unsichtbar machen. Shit! Wow! Jetzt habe ich ernsthaft nicht mehr gesehen, wo ich war. Showtime! Oh oh. Das Falco nicht schlecht wird hier bei der Multi-Barrel-Roll. Wenn Tristoxin sich hält, selbst. Falco! Ein Lady Plapatena. Warum versuche ich Jokers Final Smash mit dem Schild abzuwehren? Das ist auch sehr gut. Ich hätte prima wegspringen können, aber nein, ich gehe dann drüber Schild. Oh nein. Doch der Ganondorf. Jetzt zeigt er uns gleich den richtigen Ganondorf. Oh shit! Und Konter hilft auch nicht viel. Au. Ja, Konter und Schild beim Ultra Smash geht's ein bisschen schlecht. Bye bye. Schwamm! Ich hab ihn noch perfekt mit dem Wind nicht angeschickt. Arschloch! Au! Er fetzt einfach alles mit seinem scheiß Schwert weg. So, Lady Plapatena muss erstmal raus. Danke. Rody, pack dein Küchenmesser weg. Au! Raus mit dem! Oh Mann. Ich glaube, ich muss die Regeln ändern hier. Das mit dem Zeitlimit ist schon ein bisschen doof. Ja, nur 3 Minuten sind's, glaub. Okay, sagt mal einer dem Rody Bescheid, dass ich die Arena noch mal kurz schließe für die Regeländerung, dass wir die Zeit wegmachen, weil das ist doch schon ein bisschen doof. Was auch doof ist, dass du die Regeln nicht mitten in der Arena einfach ändern kannst. Ja, das ist generell doof. Ja. Da fehlt aber auch noch so gewisse Regelungen, wie zum Beispiel für Streamer, wenn sie halt so Community-Stuff machen, von wegen Community gegen den Streamer und dann fällt der Streamer raus. Uff. So, aber ich glaube, das reichen ja, oder? Ultraleiste aus, Standardschmerzen, Items und. Hey, es sollte so stimmen jetzt. Dauert 10 Minuten? Ja, maximal 10 Minuten geht. Achso, okay. So, ihr könnt wieder rein und ich will meine nächste Custom Stage. Jupp. So, also dieser Tisch von dem ersten Smash Bros., von dem Intro, das, wie soll ich sagen,
kam ich zwar auch auf die Idee, nun hat sie jemand schon mal gebaut. Nicht, dass jetzt irgendjemand hier denkt, ich hätte jetzt irgendwie geklaut oder so. Allerdings die nächste Custom Stage, die habe ich schon mal gesehen, nur ich habe sie in meinem Stil nochmal nachgebaut. Und vor allem größer. Dass ihr Bescheid wisst. Fehlt nur noch Rowdy. Ich finde, Rowdy hat einfach den falschen Namen, ey. Der kommt immer als letztes. Sollte er Dutsche bauen? Er macht dem Roadrunner einfach keine Ehre. Die Deutsche Bahn. Das Code ist gar nicht mehr online. Hä? Okay. Das Code ist ja gar nicht mehr online. Jo, gut. Habt ihr im Rowdy Bescheid geschrieben? Ja. Ich hab ihn auf Discord getaggt, aber er ist nicht mehr online auf Discord. Oh je. Gut, machen wir halt ohne ihn. Vielleicht kommt er ja nochmal nach. Ja. Und so einer nennt sich Roadrunner. Eigentlich müsste er mal Sonic auf die Blue nehmen und dann einfach nur die Straße lang rennen. Oh je. So, wir sind hier bei Bomb Oms Bombenberg. Oh boy. Mit zwei komischen Vögel. Und der Captain sieht toll aus. Wie gesagt, die Stage hat schon mal jemand gebaut. Oh. Habe ich auf YouTube gesehen. Ich fand die so cool, die Idee, dass ich sie einfach in meinem Style nochmal nachgebaut habe und eben größer. Dass auch ordentlich Platz hier ist. Friss halt meine Axt. Whee! Bei solchen Stages wünschte ich mir so sehr, dass sie eingebaut hätten, dass man Beam Smash 4 bei der einen Donkey Kong Stage in den Hintergrund reingehen könnte. Das wäre. Das lohnt sich ja so an. Ich finde das so cool, dass du im Hintergrund so Dinge bauen kannst, die sich auch bewegen. Das macht die ganze Stage schon mal viel lebendiger. Ich meine, die Kampffläche an sich ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist alles, was drumherum ist, macht es so besonders. Ja. Das könnte, jetzt mal ohne Witz, das könnte doch echt eine offizielle Smash Bros. Stage sein. Ja, das ist echt. Ganzen Details und so. Wenn man mal so auf YouTube sieht, was manche Leute wirklich so für Stages bauen, ne, also da kannst du echt einfach nur den Kopf schütteln. So schwarz. Was ich eigentlich ganz cool fand, aber eigentlich auch Schwachsinn ist, eine Stage mit einem riesigen Gandalf-Schwert, das sich dreht, um einfach so einen überbrauchten Forward Smash zu simulieren. Boah, das ist auch einfach so cool, dass die passende Musik hier einfach in Smash mit dabei ist, dass du sie auswählen kannst. Das ist so geil. Ob du auf der Stage spazieren könntest und da oben einen Stern hat. Was? Oh. Was meintest du? Wenn man jetzt noch Items auf der Stage spazieren könnte und da oben auf der Insel einen Superstern hätte. Dann müssen wir die Items anmachen. Ja. Die Sterne gerade geflogen. Eine scheiß Axt, Elko! Ja. Ist die Axt in der Wald? So. Die Axt am Walde. Au. Eieiei. Alter, das fette Vögelchen. Endlich mal. Der fette Vogel. So, einfach dicht. Au! Aua! Ich verliere mich immer aus den Augen. Same. Oh. Okay, dass ich nicht rausgeflogen bin. Gut so. Oh. Nein. Du dickes Ding!
dass mir mal ein Pinguin so gefährlich werden könnte. Dann bin ich gestört als ein Kirby Star Allies. Star Allies. Aua, ja. Alter. Alter, jetzt provoziert er uns hier auch noch. Ja. Die Sau. King Dedede ist einfach der provokanteste Charakter, finde ich. Du Arschloch! So. Autsch! Okay, das hätte ich mit bedenken sollen. Sock! Au! Kannst du mal deinen scheiß Hammer weglegen? Oh Gott! Das Schöne ist, wenn man es richtig macht, hat der jetzt super ab. Was sind bei so hohen Prozenten so einer schönen letzten Lüge? Oh ja! Dankeschön! Du hast Elko in mich reingeschossen! Nix da, Vögelchen! Alter ey! Ich komme mir vor wie bei Ping-Pong. Ja, so ein bisschen. Da kenne ich ja auch noch eine gewisse andere Stage, die ich bei jemand anderen gesehen habe, der einfach mit Ping-Pong war. Ich habe nicht mehr drauf geachtet, dass ich nur noch einen Stock hatte. Scheiße! Ja. Ah, nein! X da, Vögelchen. Los, Elko! Brate dieses fette Hühnchen. Der macht der Walzer. Au. Du hast Weihwasser, du kannst ihn braten. Du hast die Möglichkeit. Ja, wenn ich mal in die richtige Richtung mal schaue. Ja, danke schön, Peitsche. Alter, ich da mit Dämonen, mit Vampiren und Monstern fertig. Damit wird er fertig, aber nicht mit dem Pinguin. So. Hab Weißwasser und Äxte und so weiter. Die Axt zum Tranchieren und das Weihwasser zum Braten. Ja. Wow. Oh, gut so. Da hatte ich die schwebende Insel gerettet. Oder auch nicht. LOL! In die Kanone rein. Jawohl! Sagt nein! Nein! Scheiße! Da legt er sich hin. Alter. Das ist inzwischen zu nur Reflex geworden. An die Fliege mit dieser Fliege. Scheiß Pinguin, ey. So, hat jemand von euch noch eine Custom Stage? Lol, die Software wurde beendet, da ein Fehler aufgetreten ist. What? King Dedede war zu heftig. Die Software hat aufgehört zu arbeiten. Alter, Scheiße. What? Das ist mir noch nie passiert. Ich hab's auf Band. Ja. Ich hab Videobeweis.